Ich würde mal sagen, wir legen mal los. Ja. Na, wir machen ein kleines Intro. Ich habe auf dem Weg hierhin gefragt bei Insta, was glaubt ihr, mit wem wir heute den Podcast machen? Viele haben Karim gesagt, viele haben Sali gesagt. Aber wir sitzen hier mit Marius Wolf, na, Borussia Dortmund-Spieler, Ex-FC-Spieler, Eintracht Frankfurt und die ganzen Geschichten, die kannst du ja selber auch ein bisschen erzählen. Stell dich mal am besten vor für die Leute, die dich nicht kennen oder wie die Leute, die dich kennen. Ja, ich bin der Marius, aktuell bei Dortmund. Wie du schon gesagt hast, bin viel rumgekommen, ne? War in Frankfurt, Berlin, 1860, wo es begonnen hat, quasi, sag ich mal, die Profikarriere. Und Hannover, weil es nicht so ein schönes Kapitel war für mich, aber trotzdem gehört dazu, ne? Und ja, jetzt aktuell bei Dortmund und ich denke mal, läuft gerade, Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Also, ne, generell bei euch ist ja eh geisteskrank, wie es gerade läuft. Ne, wenn man die Hinrunde sieht, war jetzt nicht so krass. Aber jetzt die Rückrunde, seitdem, ja, keine Ahnung, was bei euch passiert ist, das kannst du wahrscheinlich ein bisschen besser sagen als jeder andere. Läuft ja alles wie geschmiert und ist ja auch krass so, weil ich habe es ja auch ein bisschen verfolgt. Du hast ja mit dem Iso Ja, zusammengespielt, ihr wart auch zusammen im Urlaub damals, ne, mit dem Horn und so. Soll auf jeden Fall eine geile Zeit gewesen sein. absolut. Habt ihr auch deinen Geburtstag da gefeiert und so, ne? Ich weiß noch genau. Und dann bist du ja wieder zurück vom FC zu Dortmund gekommen, weil du warst ja nur ausgeliehen. Und da war ja erstmal so, dass der BVB dich nicht mal so richtig so 100% haben wollte, ne? So, und wenn ich jetzt gucke, du spielst gefühlt jedes Spiel von Anfang an. Und es sind auch Top-Spiele dabei, so, ohne dir jetzt zusätzlich schleimen oder so. Aber ich muss sagen, auf jeden Fall ist eine krasse Entwicklung, die du in den letzten Jahren wieder gemacht hast. So. Und das ist schon, der Jack sieht das ja auch jedes Mal, wenn er da in Dortmund ist. Und er sagt mir Ja. auch, ey, geisteskrank. Kannst ja selber mal sagen, wie du das da siehst, wenn du hinter den Kulissen bist und der Wolf da die Linie rauf und runter läuft. Ja, ist schon interessant. Auf jeden Fall jetzt auch dieses Chelsea-Spiel. Auch die Stimmung. Wir haben auch Boah, schon gesprochen über die brutal, Stimmung. Ich habe dich ja gefragt, was war die beste Stimmung, die du je erlebt hattest? Und du hast ja gemeint, Chelsea war schon so Top 3, Top 5. ne? Ja, Top 3, sag Top ich. 3, Ja. ja. Also, ich sag damals natürlich mit Frankfurt, so Ja, DFB-Pokalsieg, war so halt DFB-Pokalfinale, ist ja immer noch mal was anderes, so vom Spiel auch, glaube ich, selber fühlt man das ein bisschen anders. Aber jetzt Chelsea zum Beispiel oder damals mit Dortmund gegen Tottenham zu Hause, also das sind schon so Spiele. Jetzt auch dieses Jahr gegen Bayern, sage ich mal, nach dem 2-2-Ausgleich, ne, war auch Stadion ist ja explodiert. Also, das ist krank, ich das sind weiß. halt so Erinnerungen, wo du immer dran denkst. Und dann ist auch schwer, das so zu vergleichen, dann was war jetzt dann Das eigentlich stimmt. krasser, weil es eigentlich ein Level ist, so, ne? Was mich extrem wundernimmt, ist, was fühlt man, wenn man so ins Stadion rausläuft und man sieht diese Choreo? Weil diese Choreo, das war ja, ich habe mal gehört, das war die größte Choreo, die Dortmund oder Also, irgendwie Top 3 oder so, ja, die gemacht haben. habe ich auch gehört. Ist natürlich, wenn du einläufst und so und dann siehst du das, ist schon gigantisch, ne? Weil es halt auch nicht jedes Mal ist, sondern es ist auch was so special. Ja, besonders. Und boah, ich weiß gar nicht, wie man sowas auf die Beine stellt, weil es ja extrem viel Arbeit ist auch. Ja, Mann. Ja. Und ja, wenn du dann einläufst und das pusht einen nochmal richtig, sag ich. Safe. Ja. Aber das ist auch krass, ne? Du sagst selber, man weiß gar nicht, wie sowas Ja, funktioniert. ja, ja. Man unterschätzt das richtig krank, Ja, was da weil für eine ich, Arbeit drin steckt und genau, so, weil ne? ich habe ein Für die paar ganzen. Kollegen, die sind beim FC jetzt, sag ich mal, irgendwo jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob Hooligans oder Ultras, das haben die uns ja auch gesagt, dass der Iso nicht wusste, was der Unterschied zwischen Ultras und Hooligans ist. Das ist ja ein Riesenunterschied, so. Es Ja, gibt ja einmal die Horde beim FC oder hier, ist jetzt die gelbe Wand, ich weiß jetzt nicht, die ganzen Gruppierungen, aber die treffen sich ja Wochen vorher, um um diese das zu. Choreo so zu Ja, planen, genau. etc. Das Ja, sind so viele Menschen, die da ist mitwirken. krass. Und wenn du Krass. überlegst, was du dann als Fußballer, wenn du auf den Platz gehst, was du da siehst, Digga, das ist wie, was wir letztens gesagt haben, das ist so ein Ergebnis von Sachen, die man niemals gesehen hätte. Weißt Ja. du? Aber du hast doch schon eine Sache angesprochen mit dem DFB-Pokalsieg. Das ist ja, Alter, Also ihr das habt. ist, Das. wir haben das ja letztes Mal alles angeguckt. Ich fand das Thema so interessant. Ja. Vor allem, weil ich muss sagen, ich bin ein bisschen so Frankfurt-Sympathisant. Okay. Also ich find den Club richtig geil. Ja. Ist auch ein geiler Verein, muss man sagen. Ja. Also, damals hat halt alles gepasst, so sage ich mal, in der Saison auch. Das Team war geil von den Typen, wo wir da hatten. Auch Sepp, der jetzt dann bei uns wieder spielt. Ne? Und ja, dann hast du so auf einmal so einen Flow gehabt auch. Also, obwohl es sogar zum Ende der Saison so in der Bundesliga gar nicht mehr so gut gelaufen ist. Aber dann halt durch den Pokal, so, boah, du hast so eine Euphorie gehabt, auch in der Stadt und so. Dann hast du noch gegen Bayern gespielt, wo eh keiner auf dich gesetzt hat. So. Du hast auch nichts zu verlieren gehabt eigentlich. Und ja, dann, dass du halt dann gewonnen hast, war Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Es war auch schon krass, sage ich, dass du
Also es hat keiner gedacht, glaube ich, dass wir waren davor im Finale, ein Jahr davor gegen Dortmund, wo wir verloren haben, dass wir mit Frankfurt nochmal ins Finale kommen. Ja. Nee. Dann gegen Bayern, hast du davor eigentlich schon gegen Dortmund verloren und dann hat wieder keiner daran geglaubt, ne, dass wir gewinnen. Manchmal sind das halt so Wunder, ne? Am Ende diese Interviews auch, wo dieses mit dem Schlag, den Ball lang und so, das ist ja durch die Decke gegangen, das sehe ich bis heute noch irgendwo. Ja. Aber es war, wie du schon gesagt hast, ihr hattet so geile Typen da und ich finde, ihr hattet so eine Mannschaft, die eigentlich gar nicht so nach Deutschland eigentlich passt. Weißt du, wenn du überlegst, so viele Mannschaften, also ihr hattet ja gefühlt, so du warst ein Deutscher, aber der Rest, ihr wart ja wirklich Multikulti so, ne? Ja, und ich glaube, das war auch viel. So dieser Vibe, der euch so dahin gebracht hat. Ihr wart ein bisschen so, nicht so geradlinig, ihr wart eher so Menschen mit so Ecken und Kanten. Und das sind ja auch so Leute, die jetzt in dem, also im aktuellen Fußball relativ fehlen, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, ich sage ja, damals hat es einfach gepasst, so in der Mannschaft auch, war top. Es war so, war ein geiler Spirit einfach. Ja, ne? Mann. Mhm. Und ich glaube, sowas brauchst du auch, um dann irgendwo Erfolg auch zu haben, ne? 100%. Und wie gesagt, damals, wie gesagt, kam noch dazu, es hat keiner an uns geglaubt, sag ich mal, dann ab Finale vor allen Dingen, ne? Mhm. Wir hatten nichts zu verlieren und wir wollten unbedingt gewinnen. Ich denke, Glück gehört immer dazu, auch dass du gegen Bayern dann gewinnst, ne? Ja. Aber, ja, wieso nicht? Aber es ist doch schon noch heftig, so wenn du überlegst, du kommst in die Kabine und du hast da wirklich so viele Menschen. Man sagt ja immer, Fußballer, ne, in der Kabine sind immer Gleichgesinnte, aber es ist ja häufig auch so, dass du mit Leuten zusammen spielst, mit denen du privat nichts machst. Natürlich. So, und ich glaube, bei euch in der Mannschaft war das ja schon noch mal ein bisschen mehr, dass ihr da auch so außerhalb so gut befreundet wart. Auch, ne? Auch. Aber es ist, sag ich mal, allgemein auch im Fußball. Also du siehst ja auch jeden Tag in der Kabine und es ist normal, der eine hat Familie, hat 3, 4 Kinder zu Hause, dass der nicht jeden Tag was mit jemandem machen kann, der keine Frau hat zum Beispiel, weißt du? Ja. Ist was anderes, aber ja, wie gesagt, in Frankfurt war es so zum Beispiel, da waren mehr auch viele Jüngere auch dann da, stimmt, weißt du? Ja. Wo halt dann auch passt oder gepasst hat außerhalb vom Platz. Aber es hier ist genauso. Also ich sage, dieses Jahr haben wir eine geile Truppe, wo auch so die Mischung perfekt passt, finde ich, aus Jung und Alt. Und ja, dass man einfach auch was unternimmt, zusammen macht. Und wie gesagt, das, wo ich gerade gesagt habe, ich finde, das ist wichtig, um erfolgreich zu sein, um so ein gutes Gefühl zu entwickeln, um ein gutes Gefühl zu haben, um zu kicken. Und es macht dieses Jahr extrem Spaß auch. Ne? Mhm. Safe. Wenn du jetzt die zwei Fanparteien so vergleichen müsstest und du müsstest dich so ein bisschen für eine entscheiden. Ist hart, ne? Ist schwer. Also für mich, Frankfurt und Dortmund auch ich bin extrem glücklich, dass ich für beide spielen durfte. Ja. Weil für mich das auch in Deutschland, also von den Fans her, ich meine, ich habe jetzt das Gefühl, in jedem Stadion gespielt und ob ich mit Dortmund gespielt habe oder mit Frankfurt, wenn wir auswärts gespielt haben, war es trotzdem, hat sich immer wie ein Heimspiel angefühlt. Ja. Weil einfach auch auswärts so eine breite Masse mitkommt und einen zu unterstützen und das ist ich finde bei den zwei Vereinen, es gibt noch, auch Köln muss ich sagen, ja, leider habe ich es nicht erlebt, weil ich da während Corona gespielt habe, aber halt auch immer auswärts, was ich geil fand. Und es gibt, sage ich mal, schon, jetzt nicht nur Dortmund und Frankfurt, aber die gehören, sage ich mal, zu den Top 5, also für mich Top 2, die beiden Mannschaften. Ja. Aber in Deutschland muss man sagen, also gibt es nicht viele Vereine, wo auch auswärts so mit dabei sind und so ja, geile Fans haben jetzt an Dortmund und Frankfurt. Dortmund, Frankfurt, du hast Köln auf jeden Fall. Ich sag auch, hättest du das da erlebt, hättest du es auch richtig gefeiert. Ja, du bist ja so, du bist ja auch so ein Spielertyp, der über den Kampf kommt und so. Und die Kölner und so, also du hast ja für diese Vereine gespielt, das sind so alles diese Vereine, die sowas feiern. Ja. Weißt du, und ich glaube zu Köln, boah, das hätte dir auf jeden Fall sehr, sehr Spaß gemacht. Ja, es war echt ein bisschen enttäuschend, dass ich da komplett ohne Fans war. Nicht mehr so 30% oder 50%, sondern es war komplett ohne. Das war ein bisschen. Und dann haben wir ja Relegation, oder nee, vor dem Relegationsspiel gegen Schalke gespielt, wo wir mit dem Bus ankamen, wo, was weiß ich, 5000 Kölner draußen waren mit Bengalos und alles. Das ist dieselbe Geschichte, die auch Iso erzählt hat. Ja, ja. Und die ganze Ding dann noch passiert ist. Ja. Genau. Ja. Das war ja auch dann auch gegen Gladbach da, das hast du ja dann auch miterlebt. Mit da war ich verletzt bei dem Spiel. Ah, stimmt, okay. Mhm. Aber im Corona-Hotel und so, da in Beensberg warst du genau, auch. Genau, da war ich dabei, wo die auch 3 Wochen, eigentlich lustig, dass die genau dieselben Geschichten eigentlich haben. Weil die ja da zusammen waren. Danach ist auch, glaube ich, der Urlaub entstanden, ne? Nach der Saison. Genau. Ja, krass, Alter. Also wenn ich überlege so, was für Parallelen es da immer gibt. So, wenn du vor allem so Spieler hast, die bei der ISO ist jetzt komplett einen anderen Weg, sag ich mal, gegangen. Der ist jetzt ins Ausland gegangen, ne? Hat jetzt, jetzt mit Senegal die Nationalmannschaft gespielt. Ja. Du gehst jetzt dann zu Dortmund. Wie gesagt, bist dann da angekommen, erstmal ein bisschen schwieriger Stand. So, erzähl mal so ein bisschen über die Zeit, wie du dich dann, sag ich mal, man sagt ja immer, zurückgekämpft hast oder ne, so diese. Ja, ich bin von Köln gekommen und wollte einfach halt Gas geben und mich zeigen, beweisen, wenn ich Minuten bekomme, dass ich halt die Minuten nutze, ob es 10 sind, 15, 20, weiß man ja davon. Ich weiß nicht, wie das Spiel läuft, ob
Aber ich wusste halt, ich habe eine Vorbereitung mitzumachen und ich will Gas geben, will mir einfach halt nichts vorwerfen, ne? Dann selber, sondern einfach sagen, ich habe alles gegeben und wenn dann, wenn es passt, dann passt und wenn nicht, dann nicht. Aber ich weiß, was ich kann. Ich denke, das ist auch oft wichtig, dass du einfach auch auf deine Stärken dir ver oder selbst vertraust, ne? Auch in schwierigen Phasen, wenn es nicht läuft. Und ja, wie ich gesagt habe, ich habe damals in Hannover halt schon eine schwierige Zeit gehabt, ganz früh vor meiner Karriere, wo ich aber dann sage, vielleicht war das sogar geil oder gut, dass ich das früh erlebt habe. Und dass ich, wenn ich in einen ähnlichen Punkt komme oder nicht jetzt so extrem, aber sondern dass ich weiß, wie ich damit umgehen kann, weil ich es eben so früh schon erlebt habe, weißt du? Und deswegen, selbst so eine Zeit wie in Hannover, nehme ich dann irgendwie nur positiv mit. Das ist auch sehr wichtig. Also generell, darüber haben wir auch letztens zusammen geredet, Jack. So diese schlechten Zeiten, die machen dich ja irgendwann zu dem Menschen, der Voll, du voll, bist, ne? Zu dem voll. Charakter, der du bist, so. Und hättest du jetzt, sage ich mal, das erste Mal jetzt in Dortmund diese Situation gehabt, mit keine Ahnung, Mitte 20 dann, ja, dann hast du auf jeden Fall ein Problem, so, weil du mit Rückschlägen gar nicht umgehen kannst, Eben, weißt also du? jeder verarbeitet das anders, jeder geht damit anders um. Wenn du es noch nicht kennst, weißt du es davor nicht. So weiß ich eben, wie oder was ich damals gemacht habe oder was ich damals vielleicht erst für Fehler gemacht habe und danach daraus gelernt, dass ich denn die Fehler nicht nochmal mache, sondern einfach halt genau das andere. Ja, das ist halt, denke ich mal, auch extrem wichtig. Safe. Also. Mich würde noch mal zu dem anderen Thema interessieren, so Frankfurt Pokalfinale. So ab dem dritten Tor, wo er alleine aufs Tor läuft, ab dem Zeitpunkt, was ist da noch passiert? Weil da war ja Spielschluss und dann, wie ging das dann so von Stimmt. da bis Frankfurt? Es war Spielschluss, dann war er halt erstmal auf dem Platz, weißt ja, wie es ist. Du freust dich, du feierst, hast Siegerehrung. Und Ja. dann war ja wahrscheinlich Ekstase pur bei euch so, ne? Ja, voll, wir waren auf dem Platz halt, wie gesagt, dann Siegerehrung, gehst in die Kabine, Ja. feierst da erstmal. Dann hast du noch so ein, vom Stadion bist du dann zu so einem Empfang gefahren, wo die ganzen Sponsoren, weißt du, waren, Ne. musstest du da noch hin. Warst eigentlich schon besoffen. Dann war, glaube ich, schon 3 Uhr und dann bist du erst in den Club gegangen. Das war Nach aber immer noch so, in Berlin. alles in Berlin, Ja. also alles nach Finale. Boah. Dann in den Club gefahren. Ich weiß gar nicht, also ich kann dir nicht sagen, wie lange ich da war. Ja, Ich weiß weiß, ich bin dann im Hotel Hm. angekommen, bin früh aufgewacht, dann war Frühstück, da gab es dann wahrscheinlich das nächste Bier direkt und dann war Abfahrt nach Frankfurt. Dann sind wir in Frankfurt gelandet, dann war da Autokorso, wo wieder halt eine Kasten Bier drin stand für 3 Spieler und also das war, sage ich mal, Ekstase pur. eine Woche so. Ja, ist ja wie, also das ist ja Gefühl, also ich glaube, wenn du sowas erlebst, Ja, eine absolut. Woche, das ist ja, du kommst, du erholst dich davon ja nicht mehr. Weißt du, Ich was war ich eine meine? Woche Also du besoffen. gewinnst den DFB-Pokal gegen Bayern Ja. München. Digga, das ist ja auch ein Traum, so der dann wahrscheinlich für dich auch in Erfüllung gegangen ist. Absolut, So, absolut. du fängst ja an, du hast ja Ziele als kleiner Junge, du willst irgendwann mal vielleicht Ja. die WM spielen oder die Ja, Bundesliga du willst halt gewinnen. gewinnen, ja, genau. Genau, und jetzt zum Beispiel dieses Jahr, sage ich auch ehrlich, kannst du sogar vielleicht so weit kommen, dass du jetzt auch vielleicht den nächsten Titel holst. Wer weiß, ne? Die Bayern sind da auf jeden Fall, Auf sage jeden ich Fall mal ist unser jetzt. Ziel, dass wir um Titel spielen mit Dortmund, das ist Ja, klar. ja. Aber ich meine, so wie es gerade läuft, musst du einfach sagen, machen wir nichts verkehrt im Sinne von, wenn wir einfach immer jedes Spiel wieder neu anschauen, wieder neu gewinnen wollen und einfach auf uns schauen. So. Ich denke, da machen wir es momentan einfach am besten und da wär dumm, wenn wir was ändern würden. Safe. Ich weiß, ich habe irgendwas, was interessiert mich schon krass, habe ich auch mal den Salim mal gefragt. Wenn du bei Dortmund spielst, ne, du weißt ja ganz genau, du guckst, du gewinnst und dann guckst du, okay, die Bayern haben jetzt auch gewonnen. Wie ist das dann so? Weil du läufst, man ist ja immer so, ne, du hast diesen ewigen Riesen, du hast die Bayern München und danach bist du Borussia Dortmund, eigentlich ein Top-Club, Weltklasse-Club, aber du hast halt einfach Bayern München in der Liga, so, weißt du? Wie ist das so für euch, so wenn ihr denkt, so, okay, boah, heute geil, wir haben gewonnen und Bayern hat verloren? So, hattest du irgendeine Substanz oder hat das Gewicht bei euch in der Kabine? So, merkt man das schon? Ist wie ein doppelter Sieg, oder? Nein, also du guckst, also erstmal, so ist, denke ich mal, jeder, auch in Deutschland oder als kleiner Junge, denkst du immer, wenn Bundesliga ist, Bayern gewinnt eh. So, und wenn Bayern halt mal nicht gewinnt, ne, dann ist es halt wie ein Ausrutscher, wo du aber dann selber gewinnen musst. Also, weißt du, und das ist ja auch nicht einfach. Und es war halt vielleicht in der Vergangenheit auch oft so, dass man dann auch gepatzt hat vielleicht. Und andersrum ist aber halt, was Bayern auch extrem stark macht, ist halt, wenn du dann selber patzt, die nutzen das sofort aus, weißt du? Und sind dann da. Und das ist halt einfach auch eine Qualität von Bayern, ne? Das Aber stimmt. wie gesagt, wir haben jetzt einen Lauf, wir wollen den weiter mitnehmen, wollen einfach unsere Spiele gewinnen, wollen ja Gas geben und am Safe. Ende wird man sehen, für was es dann reicht, aber ich denke mal, wir haben, ja, wir müssen nicht auf andere schauen, sondern am besten, wenn wir auf uns schauen. Ja. Safe. Wie warst du, wo du jünger warst?
Warst du immer schon so, du wolltest immer Fußballer werden oder wie war das früher? Eigentlich schon, ja. Ja. Also als kleiner Junge schon, weißt du, du gehst von der Schule heim, gehst direkt kicken. Das vermisse ich heute zum Beispiel ein bisschen so, wenn du die Kinder so Kids, siehst, ja. so, oder selbst wenn du an Bolzplätzen vorbeifährst, ist es nicht mehr so wie jetzt Leer zu einfach. meiner Zeit. Ja. Ja. Also bei mir war es so, du kommst von der Schule nach Hause, aus den Schulranzen weg und gehst auf den Bolzplatz, bis die Mutter halt sagt, geh nach Hause oder der Vater, weißt Ne. du. Und das ist halt, finde ich, Ich echt glaube, wenig geworden, ist ne? sogar schon umgekehrt geworden. Jetzt musst du den Leuten sagen, geht Geh, geh, raus, genau, also geht bitte raus. Ich weiß genau. auch, wie oft ich Ärger bekommen habe, wenn ich zu spät nach Hause Ja, gekommen bin ja. oder so. Ja, ja, Wir, voll, wir voll. hatten, wir hatten Zeiten, Alter, ich bin mit Fußballschuhen, also ohne Spaß, in die Schule gegangen. Das hast du Ne? direkt Also wirklich danach. mit Nocken, also mit diese Ne. Stollenschuhe, oder? Ich hatte neue Schuhe bekommen. Ich weiß auch ganz genau, das waren damals die F50. Nicht F50, Ja, diese Adizero, wo die Podolski damals immer getragen hat mit dieser Lasche. Weißt du, ja. die waren so ganz schwarz, so glitzernd. Boah. Ich gehe da, ich habe die zu Hause geschenkt bekommen von meinem Papa, bin dann zur Schule gegangen mit diesen Schuhen. Und wir haben da auf den, in der Pause nur gezockt, 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 dann zum Training. Dann war ich immer noch da am Zocken und dann bist du nach Hause gekommen, hast irgendwie Hausaufgaben irgendwie mit Voll, einem Auge voll, noch voll. versucht zu machen. Ne. Aber so diese Zeit, das sehe ich ja jetzt, also ne, auch bei den Jüngeren gar nicht mehr. Gar nichts, ne? So, und ich finde auch, das ist, die gucken jetzt immer nur zu anderen auf und so, aber die bilden keine eigenen Charaktere mehr, so, weißt du? Ich finde auch so, das ist ja Ist so. halt viel mit TikTok und Genau, Instagram ja, das ist so deren und Zeit. sowas. Dann klar, so, ne, wir geben jetzt, sage ich mal, einen Mehrwert natürlich, so, indem wir solche Sachen machen, die denen halt auch was bringen. Ne? Aber so, ich finde so diese ganzen Charaktere, wo man sagen muss, ey, guck mal, wie kommt es denn zustande, dass du so ein Spieler bist, der du heute geworden bist? Das ist ja nicht dadurch gekommen, weil du die ganze Zeit auf TikTok warst, sondern weil du auf dem Bolzplatz warst Ja. wahrscheinlich Ja, und absolut. da ein paar Mal auch Schläge bekommen hast und dann So, immer irgendwann ja, mal mit den du. Älteren gespielt hast so, und Genau, dann genau, so. genau, genau. Ne? Du kannst ja ein bisschen erzählen so über Ja, du musst deine. halt, also es war bei mir auch so oft mit Eltern, weil mein Cousin, wie mein Bruder ist quasi, ne, und er ist 5 Jahre älter, ich war dann meistens mit denen, seinen Freunden halt da Ja, dabei, immer ja, der ja. Kleinste. Wenn du halt von klein auf, sag ich, immer gegen Ältere spielst, musst dich immer durchsetzen, aber du entwickelst halt dadurch, finde ich, schon so ein Kampfgeist oder, weißt du, Safe. sowas wie jetzt dann jemand vielleicht, der das nicht hat oder wo vielleicht viel bekommen hat oder schon immer der Beste war, weißt du, so. Ist halt was anderes, ne? Ist was 100%. anderes. Aber ich bin da eigentlich sehr froh drüber, dass es so war. Weil ich denke auch, dass das halt mich so auszeichnet. Ja, 100%. So, das sieht man auf jeden Fall, dass du nicht so, ich will jetzt nicht sagen, glatt gebügelt. Also, ne, so, du bist schon, ne, natürlich bist du ein geordneter Mensch und so, aber es gibt ja so Menschen, die wirklich einfach funktionieren. So, weißt du, was ich meine? Und bei dir und bei manchen Spielern, anderen Spielern, sieht man schon noch so, okay, da ist auch ein bisschen so Power vom Charakter her. So, und das finde ich halt geil, wenn ich sowas auf dem Platz sehe. So, wenn, auch beim Schiedsrichter manchmal so, ne, ist ja Rangeleien und so. Das sind ja Emotionen und das finde ich geil, wenn ich sowas sehe. Weißt du, ich war als Spieler, war ich ja, also ich war ja, sag ich mal, schon mit einer der Schlimmsten, was sowas angeht, so. Ich habe gefühlt immer Ja, aber Leute es gehört auch. auch dazu, weißt du, du Ja. musst solche und solche haben. Ja. Weil wenn du nur von einer Sorte jemanden hast, passt auch nicht. Weil da fehlen Natürlich. genau vielleicht diejenigen, die sagen, hey, jetzt mach mal ruhig. Weißt du so. Aber das ist auch wieder, was wir letztens geredet haben, mit dem, durch diesen Videoassistenten ist sowas ein bisschen verloren gegangen, weißt du? Als Spieler, du weißt, okay, jetzt funktioniert alles nach Plan. Du fuckst dich halt irgendwann ab, so wenn dann du ein Tor schießt, du machst schon einen Salto, ne? Alles drum und dran und dann auf einmal kommt der Videoassistent und sagt, nee, Tor zählt nicht. So, aber Ja, wie. das Was killt ist schon deine ein. Meinung Das dazu? killt schon ein. Also, ich sage ja so, wenn es passt, dann passt, ne? Also dann ist das, es macht es halt fairer, wenn. Das stimmt. Aber was halt das Problem ist, dass sehr oft ja halt auch Entscheidungen dann nicht passen. Vor allen Dingen zum Beispiel mit Handspiel. So, im Endeffekt weiß man nicht jetzt dann, was ist Hand, was ist nicht Hand. Ne. So dieselbe Szene in einer Woche bei 3 Spielen gefühlt. Zweimal gab es Elfmeter, einmal nicht. Und dann, das ist so ein bisschen so gefühlt hoffen, wie der Schiedsrichter, der gerade pfeift, was der entscheidet. Ja. Oder So. was der da bei VAR sieht. Ja, genau. Genau. Wie gesagt, bei dem einen Spiel pfeifen die Hand und Ja. Elfmeter, bei dem anderen Spiel sagen die nein, keine Hand. Ja. Und du musst halt einfach ein bisschen dann so hoffen. Und das finde ich halt ein bisschen schade. So. Ich Das finde es ist aber auch lustig, dass auch der keine. Videoassistent so glorifiziert wurde von den Leuten, aber es sind ja immer noch andere Menschen unten, die das halt nur Ja. gucken. Weißt du, was ich meine? Das heißt, der Ja. Schiedsrichter läuft ja zu diesem Gerät, guckt sich das an und entscheidet ja sogar noch Genau, selber. genau, genau, Weißt du, das genau. ist ja nicht so, okay, das ist jetzt falsch, das ist jetzt richtig so, dass das so krass ist. Das ist so, der Schiedsrichter guckt sich die Bilder an und sagt dann, ob der dann Elfmeter pfeift oder das Tor gibt oder so. Ja. Deswegen ist es ja eigentlich genau dasselbe so wie damals, nur dass ihm einfach mehr geholfen wird, so, ne? Ja, und ich finde aber auch manchmal mehr verunsichert. Weil manchmal haben die auch, finde ich, gute Entscheidungen gehabt, wo dann zu denen, glaube ich, gesagt wurde, so, schau es dir nochmal an. Und dadurch wurden die vielleicht von ihrer Meinung, die eigentlich richtig war, nochmal anschauen und dann in Zeitlupe, das finde ich immer das Schlimmste, wenn du einen so am T-Shirt ziehst, so mit 2 Fingern, Ja. im
normaler Geschwindigkeit, dann siehst du ja, machst du nichts. Ja, aber wenn du es dir in Zeitlupe anschaust, auf einmal sieht es aus, als ob er in so 10. Weißt du, wie ich meine? Ja, ist so. Das denke ich mir manchmal. Ja, und dann siehst du in Zeitlupe und denkst so, boah, der hält den fest, übertrieben, aber in echt war es eigentlich so, weißt du, so. Und ja, wie gesagt, manchmal finde ich, ist es vielleicht zu viel, wo denen geholfen wird. Oder dem will man helfen, aber ich finde, in der Situation hat er richtig entschieden und dann wieder dadurch vielleicht verunsichert, ich weiß nicht, verunsichert oder schaut sich es nochmal an, auf einmal denkt er anders über die Situation. Ja. Ist halt, an und für sich bin ich schon, finde ich es cool oder finde ich es gut, weil wie ein Abseits oder sowas, weißt du, was ein Spieler entscheiden kann, ist dann gerecht für jeden. Mhm. Aber wie halt so Sachen wie Handspiel oder was ist jetzt Handspiel, was ist nicht Handspiel, er pfeift eigentlich nicht, dann wird er rausgerufen. Ja, ja, das muss einfach. Muss besser. Ich sag für den Schiedsrichter das auch nicht einfach. Ja. Weil, wie soll er jetzt die Regel dann auslegen mit Hand? Ja, genau. Und für Schiedsrichter ist generell nichts einfach, sage ich auch. Ja, ja, klar. Also ich bin auch eigentlich wieder das ist der Ärmste, genau. Der Ärmste auf dem Feld aus. Also ne, die haben auf jeden Fall so viel Respekt verdient, weil wie viele Beleidigungen die bekommen. Ich bin da ja auch Fans. Nicht ohne, ne, dass ich da mal was Unschönes vielleicht mal gesagt habe oder so. Ja. Aber. Nee, der Job ist nicht einfach, als Schiedsrichter, das stimmt. Das ist krass, so, ey. Fans beleidigen dich nach jedem Spiel, der verlierend, also der Trainer, der verloren hat, auf jeden Fall geht auf dich drauf. Es ist immer so, immer ist irgendwie, der Schiedsrichter hat eine Fehlentscheidung gemacht so und das rechtfertigt dann das Ganze und der geht dann wahrscheinlich dann in die Kabine rein, ich kenne das ja selber, ich sehe dann die Pressekonferenz von meinem Trainer, ne, und der sagt dann so, ja, Schiedsrichter hat hier diese Fehlentscheidung gemacht, kommt in die Kabine rein, sagt dann, Scheiß auf den was der Schiedsrichter gemacht hat und so, das liegt nicht daran, das liegt an uns. Und genau, man weiß, genau, das sind immer diese Parallelen, die man dann so sieht, so wenn man dann, wenn man die dann die Sachen dann so im Fernseher sieht oder dann, was dann halt wirklich passiert. Das ist halt auch so die nächste Frage, die ich dir auf jeden Fall stellen will, ist so, du bist als Fußballer, du gehst immer raus und du hast ja so viel auch vorgeschriebene Sachen, die du sagen musst. Ne? Ja. Man kennt es ja auch so, ich sage das jetzt auch so von mir auch, wenn du jetzt, sage ich mal, eine PK gibst irgendwo oder ein Interview, dann wollen die Trainer oder etc. schon so, oder nicht die Trainer, das kommt ja von der Vereinsführung dann, was du dann sagst, so, ne, damit du den Verein immer so ins beste Licht drückst. So, ist es bei dir auch extrem so? Weil du bist ja schon einer, der auch einfach redet aus seinen Emotionen raus. Ne? Ja, aber so kriegst du jetzt keine Vorgaben. Also, bei mir ist es nicht so. Okay, krass. Nein, also ich denke mal, du kannst ja offen und ehrlich jede Frage beantworten. Ja, das also stimmt. Ist jetzt nichts dabei. Aber hast du dann auch manchmal das Gefühl, dass wenn du jetzt zum Beispiel Sache XY sagst, dass du Angst hast, dass es irgendwie wieder gegen dich verwendet werden mittlerweile kann? Mittlerweile muss man, finde ich, sehr oft aufpassen, was man sagt, weil es halt oft falsch auch aufgenommen wird oder auch falsch zitiert wird einfach, weil man es komplett anders gemeint hat, wie es dann niedergeschrieben wird. Ja. Viele dann oft nur die Überschrift lesen und denken, was labert der? Genau. So, obwohl einfach die Hälfte fehlt oder sowas. Und ja, das finde ich halt manchmal schon ein bisschen schade. Weil oft, wie gesagt, man hat was anderes gesagt oder was anderes gemeint, als dann geschrieben wird. Und ja, keine Ahnung, es ist halt ja der Job von der Zeitung, halt Schlagzeilen zu machen. Ne? Ja. Und ja, wie gesagt, dann überlegt man trotzdem manchmal zwei, dreimal länger, was man sagt und wie man es sagt. Mhm. Weil oft würde man es auch anders sagen, vor allem nach einem Spiel. Also ich kann jeden verstehen, der nach einem Spiel schon mal ein dummes Interview gegeben hat. Dumm in Anführungszeichen halt, dass er genervt war und abgefuckt von Fragen, weil du spielst Fußball, hast Emotionen komplett 90 Minuten und dann kommen da Fragen, wo ich mir auch manchmal denke, so, warum? Ja. So, du hast ja selber das Spiel geschaut, wieso fragst du mich jetzt noch? Du weißt, ich bin gerade sauer und abgefuckt, weil wir verloren haben oder wegen was anderes, wegen einer Fehlentscheidung, wo mir gepasst hat, und dann wird das halt oft ausgenutzt, dieser Moment. Ne? Ja. Da musst du halt dann schon ein bisschen. Das ist halt eigentlich auch der schwächste Moment eines Fußballers, wie du den überhaupt packen kannst. Nach einer Niederlage wahrscheinlich noch letzte Sekunde ein Gegentor bekommen. Dann ruft sich die Pressesprecherin oder der Pressesprecher, ey, komm jetzt her, Interview. Und die sind ja clever, die Leute. Ich weiß noch von Jonas, weißt du noch? Relegationsspiel. Ja, ich fand's geil eigentlich so, weißt du? Es gibt halt so manche, irgendwie, bei manchen Sachen wird das irgendwie besser aufgenommen. Ja, bei manchen Sachen geht das dann komplett nach hinten los. Ja, so, weißt, es gab es ja auch einmal, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber in der dritten Liga war das damals, so ein Typ, der hat sich auch über den Schiedsrichter richtig aufgeregt. Ich habe auch gegen ihn mal gespielt, der heißt Löhmannsröben. Ja. Dann sagt er so, dann kam so ein Meme so daraus, so, weißt du, mit so Cornflakes-Fressen und so. Ja, genau. So. Und dann ist er richtig ausgerastet, aber das ging dann halt auch durch die Decke so. Ja. Der ist halt auch so ein Typ, so, ne, muss man sagen. Aber ich finde, so in Interviews muss man schon, die Journalisten machen hier ihren Job schon relativ gut, muss man einfach sagen. Aber es ist schon schwierig so, auch bei Karim, kannst du dir auch erzählen, wie war das da nochmal mit dem Tor, genau. Ja.
Also der hat da auch viel Hate abkassiert, obwohl er konnte ja gar nichts dafür. Weil er gesagt hat, nach dem Spiel, ja, es war hat, kein es war, Foul für ihn, ne? genau. Also irgendwie war er da Elfmeter eigentlich, Ja, aber er er hat das hat. anders wahrgenommen. Ja, und vor allem die Szene noch nicht gesehen gehabt. Genau, er hat die Szene gar nicht gesehen Für und die ihn haben war ihn es kein gefragt. Foul, dann sagst du, es ist kein Foul. Ja. Siehst die Szene nicht. Danach siehst du die Szene, denkst du, ja, sorry, war wahrscheinlich doch ein Foul, habe ich Ja. aber anders wahrgenommen. Ja. Aber du hast es schon gesagt, weißt du? Ja. Und die Leute, juckt's nicht, ob du es schon gesehen hast oder nicht. Ja. Es juckt's nicht. Genau. Die sind gegen Dortmund, die wollen sich gegen dich einschießen. Okay, hier haben die noch gefundenes Fressen, fertig. Ja. Aber ich finde, da sollst du dann auch, keine Ahnung, kannst du drüber stehen, so, weißt du? Safe, aber würdest du sagen, dass die Presse und so auch ein bisschen so mehr Rücksicht auf junge Spieler nehmen sollte? Weil ich finde, das ist schon krass, also was du da Leuten erwartest, also von Leuten erwartest, die gerade angefangen haben, Profi zu werden, da prasselt ja unfassbar auf dich ein. Du verdienst das erste Geld, du, deine Freunde verändern sich, du kannst gar nichts mehr einschätzen, so, weißt du? So Absolut, aber ich und. denke, das ist halt einfach so im Sport. Also, das war bei mir vor 10 Jahren so, das wird in 5 Jahren noch so sein. Ja. Das wirst du nicht verhindern können und ich denke, das tut aber auch einen dann schneller reifen lassen, weißt du? Weil ich finde, im Fußball musst du extrem schnell erwachsen sein. Ja, Mann. Weil oft wirst du, manche werden mit 17 Profis, das sind mit 17 oder mit 16. Du bist ja noch ein Kind eigentlich. Du bist ja kein erwachsener Du Mann. bist ein Kind. Du bist Du bist ein mit, Kind. ja, du Ja, bist ein du bist Kind. ein Kind. Selbst mit 18, 19 brauche ich Ja. nicht drüber reden. Immer noch Und ein im Kind. Fußball bist du halt, du bist ein Spieler so, du bist ein Mann, so, fertig. Und juckt eigentlich keinen, ob du 16, 17, 18 bist. Wenn du spielst, spielst du. Dann spielst du auch gegen einen 34-Jährigen, weißt du? Und das ist halt eben das, was im Fußball halt, denke ich mal, so für die Persönlichkeit ist. Du musst sehr schnell erwachsen werden. Sehr schnell. Ist auch lustig, so wenn du überlegst, so im Fußballalter, wenn wir jetzt über einen 34-jährigen Mann reden, wir sagen, der ist alt. Ja, Weißt du, weil du aus dem Fußball genau. kommst, du sagst, der ist alt. Jetzt Der als ist alt, Beispiel jetzt ein ja. Mats Hummels oder ein Jerome Boateng oder so, wir sagen wirklich, die sind alt. Wenn du überlegst, Ja, auf, aber also im 34 normalen Jahre. Leben, die sind einfach jung. Ja, Weißt du, was ich voll, meine? voll. So Voll. 28-jährige Fußballer sind schon so im besten, im reifsten Ja, Fußballalter, ja. die müssen schon alles wissen, die Erfahrung gesammelt haben. Ja, das sind junge Männer. In dem Alter Wahnsinn. haben Leute nicht mal ein Es Studium, ist weißt du, was ich Wahnsinn. meine? So, die Es ist arbeiten Wahnsinn. noch nicht mal. Ja. Und von den Leuten wird sowas abverlangt, so, weißt du, das ist schon heftig, so, wenn du überlegst. Aber eben, so war eine kleine Einleitung auch dazu. Du bist ja auch früh Profi geworden, ne? Wie ist das denn so für dich, so das mit dem Freundeskreis und Das hat sich schon verändert. Du ja? merkst das schon, aber das Ding ist, wie ich gesagt habe damals, dass es in Hannover halt nicht gut gelaufen ist, wusste ich relativ schnell Wer die eigentlich, Richtigen wer sind. so die Richtigen sind, wobei wir sind, weißt du? Und natürlich im Laufe der Zeit lernst du immer Leute kennen, entfernst dich von jemandem. Hier und da passiert vielleicht mal was. So ist das Leben, es kann auch so oder so passieren. Es Passiert kann da auch ja in genau. 10 Jahren vielleicht noch passieren, aber vielleicht machst du dann nicht den Fehler, wo du früher gemacht hast, sondern hast eine andere Sicht auf die Dinge und bist ein bisschen vorsichtiger. Genau. So, deswegen. Viele werden ja schon so ein bisschen auch so paranoid. Weißt du? Also, Ja. es ist ja wirklich, also, das ist ja was jeder Fußballer, glaube ich, jeden Tag gehört bekommt. Ob es von den Eltern ist, ob es von deinen Freunden ist. Pass auf, mit wem du bist. So, pass Immer, auf deine immer. Freunde auf. Ne? Nicht, dass du irgendwie mit dem, der schlechte Umgang, die sagen dir dann, ey, mach nicht mehr mit dem, chill nicht mehr Genau, mit dem. genau, genau, Weißt du, das genau. ist dann, das geht ja, das ist ja gang und gäbe, weißt du? So, du erlebst das ja auch jedes Mal, so wenn du, keine Ahnung, jetzt auch mit hier in Dortmund bist, ne, bei deinem Nachbarn, Karim, da, so weißt du, dann weißt du ja auch so, mit wem er sich umgibt und so. Und was würdest du denn so dazu sagen, so generell so im Freundeskreis, in der Laufe der Karriere, egal was für eine Karriere du machst, wie krass das so, was für einen Einfluss das auf dich hat? Gut, bei mir ist es wahrscheinlich noch mal was anderes, weil ich bin halt da nur noch im Ausland und dann, wenn du dann diese Leute gar nicht mehr siehst, dann lebst du dich auch mehr oder Komplett, weniger auseinander. ja. Ich habe halt auch viel gemerkt, du befreundest dich dann mit diesen Leuten mit denselben Interessen. Ja, Bis oder bei wo mir jetzt, sag ich mal, jetzt. in dem Kreis so eh Genau, sind, weißt du? genau. Also, jetzt in Dortmund und so, am meisten habe ich ja trotzdem dann mit den Mannschaftskollegen zu tun und maximal lernst du dann halt Freunde von denen kennen, weißt du? Also, Ja, so. genau Natürlich das. lernst du noch andere Menschen kennen, aber in erster Linie bist du ja trotzdem erstmal in diesem Kreis, so sage ich mal. Das So. stimmt. Wo du jünger warst, wer war so dein Idol? Ja, Hast Ronaldo. du Eigentlich Ronaldo? schon immer, ja. Also der brasilianische Ronaldo. Nee. Cristiano? Cristiano. Ja? Cristiano Okay. Also das ist für dich, Ronaldo. Ja, mit Leo. Abstand. Messi gegen Ronaldo ist für dich dann Ronaldo. Ja, mit Abstand. Okay. Ist safe Ronaldo. Ja, aber einfach, weil ich ihn halt, also ich sage jetzt nicht so wie manche in der Debatte immer sagen, ja, Messi ist ein scheiß Spieler, so, weißt du, so. Die sind beides so die besten Fußballer, was es je gab für mich. Für mich ist halt einfach, ich mag Ronaldo mehr, wegen seiner Art und Weise einfach, weißt du? Die Einstellung und
ja, ich sympathisiere halt Ronaldo viel mehr. Ja, verstehen wir uns. Ja. Er ist Messi. Ich nicht. Aber okay, da ja, muss ich eine Frage noch stellen. Okay. Messi oder Ronaldo? Du hast gesagt Ronaldo. Ja. Ne? Du hast das Angebot jetzt Al Nassr, ne? Oder keine Ahnung, was für ein Angebot der sonst hätte. Hättest du es gemacht? Also Ronaldo sicher. Ja. Ja, also er wird sich schon da, denke ich mal, seine Gedanken gemacht haben. Das sage ich nämlich auch. Also die Leute, die mir da sagen, dass sie es nicht machen sollten, die haben erstmal den Schuss nicht gehört. So. Also, weißt du, also komm mal, so, man muss da schon darauf klarkommen. So, ich würde auch sagen, so Ronaldo hat da am Ende des Tages alles richtig gemacht. Nur dieses eine Interview, das hat den, finde ich, so in seine Ära gekratzt. Ja. So. Aber der Rest, der ist ein Vorzeigeprofi. Ja, also. Ist einfach so. Also du warst ja auch früher, ne? Bist ja eigentlich Offensivspieler gewesen eigentlich ne? Ja, also das ist ja jetzt irgendwie durch, ist ja beim FC auch passiert eigentlich. Was, FC, ne? genau. Dass du dann, ja, in Frankfurt habe ich auch manchmal Rechtsverteidiger gespielt. Mhm. Also diese Schienenspieler halt einfach, ne? Genau, mit offensivem Drang und so. Aber was gefällt dir so besser? So generell, wenn du so an Fußball denkst, hast du mehr Bock, Tore zu verteidigen oder mehr Tore zu schießen? Ja, eigentlich schon Schießen macht mehr Spaß, ne? Mhm. Aber keine Ahnung, wenn du einen geilen Zweikampf hast oder so, wie gegen Chelsea war es Wahnsinn, du hast die Grätsche gewonnen, auf einmal ganzes Stadion und so, boah, ist dann auch ein gutes Gefühl, ne? Ja, das stimmt. Und das ist mir eigentlich wurscht. Mir auch ehrlich gesagt wurscht, wer die Tore schießt, ne? Mhm. Wenn wir gewinnen, fein, gut gespielt, top. Ja. Wenn du dich ein Tor, wenn du ein Tor schießt oder eins vorlegst, freust du dich natürlich, bist glücklich, aber ich bin es genauso glücklich, wenn wir gewinnen und ich habe kein Tor geschossen. Also da ist bei mir schon eher so, dass wirklich die Mannschaft so vorne. Ja. Ich denke aber, das ist halt dann noch was anderes. So ein Mittelstürmer, das ist sein Job auch. Ja. Und weißt du, die sind so das gewohnt, Tore zu schießen. Mhm. Und dann, du musst auch diesen Egoismus da ein bisschen haben, denke ich. Sonst machst du nicht so die Tore. Mhm. Also sie jetzt bei Ronaldo zum Beispiel. Wenn der nicht egoistisch auf diese Art und Weise wäre, würde er nicht so viele Tore schießen. Das ist ja aber auch. Der Benzema hat den sein Leben lang gefüttert, ne? Genau. So, jetzt ist der Ronaldo weg, Digga, aus Benzema. Die Leute sagen auf einmal, der ist besser geworden, der war schon immer so krass. Aber wenn du halt neben Ronaldo gespielt hast, ist das dann nicht so aufgefallen, ne? Ja. Bist du halt im Schatten, ne? Genau. Und der hat ja aber auch gesagt, der war nie, der sagt ja, also ich finde, der war nie wirklich im Schatten. Nee, fand ich auch nicht. Seine Rolle perfekt angenommen. Mhm. Weil ich sag dir, wenn der hätte auch jedes Jahr über 20 Tore gemacht. Ja, der macht jedes Jahr trotzdem seine 20 Tore. Mhm. Aber hätte der probiert dann, nur sich selber in Szene zu setzen, weißt du, dann wäre dieses... Hätte nicht mehr geklappt dann. Genau. Und da war ja auch dieses BBC, der ganz war noch Bale. So. Ja, genau, du hattest ja noch Bale auf der anderen Seite. Ja. Da, finde ich, war das schon ein bisschen eher dieses Ronaldo gegen Bale. Ich weiß nicht, ob die so gut miteinander klarkamen. So, weil ich weiß noch, wo Bale diesen Fallrückzieher-Treffer macht im Champions-League-Finale. Liverpool, ja. Genau, und dann geht Ronaldo ins Interview und sagt, ja, ich wechsle. So, das heißt, keiner hat mehr über diesen Fallrückzieher geredet und haben nur noch darüber geredet, dass er zu Juve geht. Stimmt. Weißt du, das ist schon, wo ich ein bisschen gemerkt habe, dass das so ist. Aber dazu, hast du einen Mitspieler, wo du sagen würdest, das ist der beste Mitspieler, mit dem ich je zusammengespielt habe? Ne? Boah. Also, ja, vor allem, wie es jetzt gerade läuft, ne, ist, ja klar, wenn du jetzt von Jude redest, ist natürlich top. Ja. Aber ich finde zum Beispiel Jule Brandt gerade Wahnsinn. Ja. Mhm. Also Wahnsinn. Ist für mich gerade mit der beste deutsche Spieler. Ja. Also, wie er performt und so. Und das siehst du mal, also der hat ja jetzt nicht gerade das erst gelernt, so, weißt du, wie ich meine? Mhm. So, aber jetzt merkst du wahrscheinlich auch, wie geil die Truppe gerade ist, dass der nochmal so den Push macht, ne? Genau, genau. Bei ihm war das ja auch ähnlich wie mit dir, also der Saisonablauf. Ja. Ne, am Anfang hat er wirklich nicht viel gespielt, wurde auch viel kritisiert und so. Ja. Und jetzt redet ja jeder nur positiv über ihn. Ja, weil er auch brutal ist, muss man sagen. Jetzt aber wir sehen das halt jeden Tag so im Training, genau. Auch, weißt du? Aber ihr habt doch, viele sagen immer, wenn man die fragt, die bei Dortmund gespielt haben, so, wer ist so der beste Spieler, wo das vielleicht nicht jeder denkt. Und ich weiß auch, Sancho hat das damals gesagt. Wer war das nochmal? Also ich habe, von dir habe ich, glaube ich, auch gehört, so, dass Sancho wirklich krass war. Ja, Jaden, ja, natürlich. Mhm. Ja, ich habe leider nicht so lange mit ihm zusammengespielt, weil ich dann auch in Köln war. Ja, auch Marco. Ja. Vor 5 Jahren wurde er Spieler der Saison wurde. Ne? Mhm. War meine erste Saison, da wurde er direkt Spieler der Bundesliga. Ja. Wahnsinn, also. Krass. Also es sind viele... Ich wüsste jetzt nicht, wo ich sagen sollte, das ist der Beste, weil jeder so seine Qualitäten hat. Ne? Ja. Jude natürlich ist halt krass, ist 19 oder 20, ich weiß gar nicht genau. 19? Ich weiß nicht, ob der 19 ist. Oder 18? Das ist 2003 ist einfach euer Kapitän, so, wenn so, der Marco nicht spielt. Ja, so. Genau. Also, also wenn ich den noch beobachte, den Typen, ganz ehrlich, so, das ist der ist gerade mal erwachsen. Wir haben eben über dieses Alter geredet. Genau. Der haut Leuten auf die Schulter, schreitet den über den Kopf und so. Ich denke mir so, Digga, so, wenn du das früher gemacht aber hast. Aber das ist im Fußball. Ja, genau. So, die Jungen werden so schnell erwachsen. Ja. Und aber auch wenn du dann 34 im Fußballeralter bist, wo jeder sagt, es ist alt, aber du hast immer mit 18-Jährigen zu tun,
wenn ich dann einen anderen 34-Jährigen sehe, wie ein Fußballer, das ist irgendwie auch wieder ein Unterschied, ne? Ja. Hm. Ist irgendwie dann ein jüngerer 34-Jähriger. Genau. Hm. So finde ich das. Du bleibst halt deutlich jung, also deutlich jünger. Du wirst schnell alt, aber bleibst jung. Ja, ja, genau. Genau das hast du gut beschrieben. Ich glaube aber, das war Rafael Guerrero. Ja, Rafa. Guerrero haben viele gesagt, dass das so ein Spieler ist, wo du nicht denkst, aber Digga, wenn du den im Training siehst, so sagen viele, dass das... Ja, auch im Spiel, also... Ja. Du siehst das schon, finde ich, bei Rafa, dass er extrem, vor allem technisch. Technik, und ist aber ein unterschätzter Spieler so. Mhm, also über ihn wird halt nicht so oft geredet, so häufig. Und er hat ja auch jetzt lange, lange Jahre Top-Leistung gebracht. Ja, ja. Also ich finde, der ist einer der besten Linksverteidiger, so, ne? von seinem Spielstil und so ist der schon unfassbar. Aber wie gesagt, solche Spieler raten halt schnell so, ne, in den Schatten, weil du hast halt Spieler wie Reus, dann jetzt ein Haller, dann jetzt Bellingham ist eigentlich schon extravagant, weil es eigentlich ein Sechser ist oder Mittelfeldspieler, die werden ja auch nicht so hoch angepriesen wie dann die Flügelstürmer und die Stürmer, die Zehner. Ja, ist halt nochmal was anderes. Ja, genau, das ist vom Standing dann nochmal ganz andere, ganz andere. Ja, aber dieses Jahr hast du eine geile Mannschaft, auch mit Niki, Schlotti, Craig im Tor, ist auch überragend gerade, ne? Ja. Also muss man sagen. Aber hast du so einen Spieler? Was heißt gerade, schon eigentlich, seitdem er da ist. Ja, stimmt schon. Manchmal hat er, ich glaube, einmal hat er sich irgendwie so eine schlechtere Phase. Da hat er sich aber auch schnell wieder rausgefangen. Ich weiß gar nicht. Ich weiß, er hat einmal einen Patzer gehabt gegen Union Berlin, wo er ausrutscht. Das hat ja jeder. Also das aber das ist ja so lustig. Das ist aber auch dumm, ne, bei Torwart. Ja. Wenn ein Patzer ist, so, wir machen einen Fehlpass oder sowas, muss nicht passieren. Ja. Und bei Torwart, Patzer ist Tor. Tor, ja. Bitter, ne? Das ist, ich sag, nach dem Schiedsrichter auf dem Fußballplatz ist auf jeden Fall der Torwart der andere, der ärmste der Welt so. Aber ich frage mich auch, wie man Torwart wird so. Ne, das verstehe ich auch nicht. Das ist so eine Entscheidung, ich glaube, die trifft man nie selber. Weil, guck mal, entweder du wirst dazu gezwungen, ins Tor zu gehen, weil du damals immer der Fetteste warst oder so. Weißt du, ist auch so. Du steckst auch keinen guten Spieler ins Tor, so, weißt du? Ja, weißt du jetzt nicht. So, und dann frage ich mich, wie kommt deren Entscheidung zu sagen, ab sofort bin ich Torwart? So. Ich finde auch, Torwart hat wenig mit Fußball zu tun. Das ist ja, das ist ein anderer Sport. Ja. Wir sitzen nur so in derselben Kabine. Keine Ahnung. So, du musst ja auch ein bisschen verrückt im Kopf sein. Du wirfst dich freiwillig von einem Ball, der mit 100 km/h ankommt. Ja. Und du knallst dann manchmal mit dem Kopf gegen den Pfosten und so und du bist immer angemeckert. Das ist immer du. So, das ist schon krass, so, was für einen Charakter du da haben musst. Ich habe oft gehört, dass einer Torwart war und dann aber Feldspieler wurde. Ja. Ne? Aber andersrum, Feldspieler und dann Torwart? Doch, das habe ich auch gehört. Bei manchen Spielern, das sind dann immer diese Torhüter, die so Fußballer richtig gut sind. Ich weiß nicht mehr, bei wem das war. Testing. Ich kann gut sein, dass er auch mal Feldspieler war eine Zeit lang und dann einfach ins Tor gegangen ist. Das war, ich weiß noch ganz genau, als ich ein kleiner Junge war, wir hatten so auf einem Bundesliga-Turnier damals, ne, mit so, aber da waren wir 8 Jahre alt oder so. Und wir hatten das so, dass bei uns immer jedes Spiel ein anderer ins Tor musste. Das heißt, wir hatten keinen richtigen Torwart bei Spiel dabei. Okay. Immer gewechselt. Genau, immer gewechselt. Das hatten wir auch, Digga, ich schwöre es dir, ich war so gut. Wir haben gegen Duisburg damals gespielt. Ich habe jeden Ball gehalten und ich wollte danach nicht mehr raus. Und mein Vater war auch da und er hat gesehen, dass ich gut war, hat er gesagt, wenn du noch einmal ins Tor gehst, weißt du, ich durfte dann nie wieder ins Tor, aber ich habe es geliebt. Kann sein, ich hätte mich damals dafür entschieden, so, und dann wäre ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie irgendwo Torwart, so, aber zum Glück ist es nicht so weit gekommen, aber schon heftig. Wer war denn so dein ekelhaftester Gegenspieler, wo du sagst, boah. Im Finale, weiß ich noch, mit Frankfurt war gegen Ribéry und Alaba auf der Seite, war jetzt auch nicht angenehm, sage ich mal. Gegen Tottenham war Heung-min Son damals. Cool. Den fand ich brutal stark. Oder finde ich immer noch brutal, also ein brutaler Spieler. Das waren schon so die. Hast du schon mal gegen Ronaldo gespielt eigentlich? Nee, leider noch nicht. Messi? Steht noch auf der Liste, ne? Ja, jetzt wird's schwer. Messi gespielt? Nein. Auch nicht? Nein. Boah. Vielleicht kommt das. Ah, okay, da müssen die jetzt gegen Bayern gewinnen. Ja, wir müssen weiterkommen. Ihr müsst weiterkommen, okay, wird schon eine harte, harte Geschichte. Mhm. Aber ihr spielt ja schon jetzt bald, ne? Gegen Chelsea. Ist ja bestimmt auch. Wir spielen jetzt gegen Hoffenheim, dann Leipzig und dann Chelsea. Mhm. Ja. Ja, es wird auf jeden Fall, ihr habt jetzt noch eine geile Zeit da, ne? Ja, auf dem Weg vielleicht zu irgendeinem Titel dieses Jahr wieder. Würde mich auf jeden Fall freuen. So also echt, die Truppe macht auf jeden Fall Spaß, muss man sagen, so vom Dortmund das so zu beobachten. Ja. Ob es jetzt. Auch ein Sali, der da auf einmal da rumrennt, Digga, und ich denke mir so, Alter, wo, weißt du, was ich meine? Ich habe dir ja schon mal gesagt, so, den kenne ich ja extrem lange, aber der hat sich da auch noch mal richtig entwickelt. Ja, voll. Auch der Emre Can hat sich wieder geisteskrank. Also ich weiß nicht bei euch, was da passiert ist. So, aber der Karim hat ja auch ein Interview gegeben, hat gesagt, ich habe nichts geändert und so, weißt du? Aber das ist, glaube ich, auch, mit dem Trainer passt es einfach. Ja. In der Truppe passt es. Und für mich ist das schön zu sehen, was da bei euch gerade passiert, so.
Also wie gesagt, es macht halt auch Spaß da, ne? Ja. Wenn du so zusammen halt, auch wenn du mal ein Scheißspiel hast, auf Deutsch gesagt, aber trotzdem gewinnst, ist auch geil irgendwo. Dass du so zusammengehalten hast, hast ein Kackspiel gehabt, aber hast gewonnen. Ja, Mann. Weltklasse. Ja. Ist manchmal ein besserer Sieg noch. So dreckig, weißt ja, du? Ja, das so. Stimmt. Ja, ja, wo Stutzen auf sind und so alles, ne? Ja, schön. Muss auch manchmal sein, ist geil. Ja. Und wenn du halt das auch noch dazu kommt, dann so wie es gerade läuft, ist top. Ist top. Ja. Es wird auch mal ein Rückschlag dazu kommen, weißt du? Ja, ja. Aber jetzt gerade ist man so am Punkt, wenn so ein Rückschlag kommt, habe ich irgendwie nicht so das Gefühl, so, okay, ist passiert, alle wissen aber jetzt, wieder Mund abputzen, weiter geht's. So. Genau. Weißt du so? Weil halt trotzdem zusammen. Der Spirit ist einfach da. Genau, so, ne? genau. Ich habe nur eine Sache, weil wir kommen jetzt so ein bisschen zum Ende, sage ich mal. Wir haben eben über Stutzen geredet und danach habe ich noch eine Sache, weil, guck mal, viele fragen sich ja, die keine Ahnung haben. Viele haben ja so Löcher hinten. Machst du das auch? Nee. Aber bei euch ist mir das aufgefallen. Ich weiß, bei ich Jude war, und ich bei war, ich Karim. Bin gegen, ich, bin gegen, ich war gegen Leverkusen im Stadion. Ja. Wie viele Spieler machen das bei euch, so diese Löcher Jude, da rein? Karim, ich weiß Jude und Karim, also bei Karim ist das ganz schlimm. Ja, also bei Jude finde ich auch, der macht das so, als wäre das so. Also bei Karim siehst du nur noch mehr Haut als Stutzen hinten. Kannst du mal den Leuten erzählen, so, warum die ich sag auf dir, ich Gedanken weiß es nicht, kommen? Vielleicht sind es denen zu eng, aber ich denke mir dann, die haben jetzt keine dickeren Waden wie ich. Aber ich kann es dir nicht sagen, ich muss mal fragen. Ich weiß wirklich nicht. Aber es macht ja nur Sinn, dass der zu eng ist. Ja. Ich frage mich dann auch, das machen die ja schon seit der WM. Ja. Kommt da nicht irgendwie Nike oder Puma jetzt bei euch auf euch zu und sagt, ey, guck mal, wir machen neue Stutzen oder so? Bis jetzt nicht. Weil das also, sieht, ich weiß das sieht es ja nicht. So scheiße aus. Also ich weiß wirklich nicht, warum die es machen. Das ist die einzigste Erklärung. Ja. Aber wie du sagst, es sieht auch scheiße aus. Ja. Ne? Das ist halt, wenn du da 800 Löcher hinten hast. Das sieht so für mich richtig, richtig komisch aus. So. Boah, ich kann das auch nicht erklären. Krass. Ja. Aber wie gesagt, wir kommen ja jetzt hier zum Ende. Du hast ja gleich auch Training, ne? Muss ja wieder ein bisschen Gas geben auf jeden Fall. Ich habe nur eine Sache, so, die uns immer wichtig ist bei unserem Podcast, dass wir so einen Mehrwert für die jüngeren Leute geben. Ja. So, wo du sagen könntest, so, was sind diese Punkte, womit du am Ende des Tages gesagt hast, ey, das sind die Punkte, die mir wichtig waren, dass ich am Ende des Tages jetzt da bin, wo ich gerade bin. Ne? Viele denken natürlich oder erhoffen sich irgendwann mal in deiner Situation zu sein. So, und du hast ja. Ich wäre auch so ein kleiner Junge. Ja, das stimmt, aber du kannst ja sagen, wie ungefähr, so was für wichtige Punkte du hattest in deinem Leben, dass du von dem kleinen Jungen aus München zu dem Rechtsverteidiger bei Borussia Dortmund geworden bist. Erstmal komme ich aus Coburg. Ja, okay. nee, als kleiner Junge, denke ich, hast du nur diesen Traum, so Fußballer zu werden. Ja. Du denkst jetzt nicht dran, oh, ich muss das machen, sondern du willst einfach Fußball spielen. Dann kommst du natürlich, oder was bei mir, so ein Nachwuchsleistungszentrum, wo dann schon auch als Junger irgendwo immer Leistungsdruck ist, ne? Wo, ich sage auch mal ehrlich, so zu meiner Zeit damals haben die immer gesagt, ja, Schule ist wichtig und Noten müssen passen. Im Endeffekt stimmt es auch nicht. So, du hast, wenn du gesagt hast, hast eine Schulaufgabe, du kannst nicht zum Training kommen, hast am Wochenende auch nicht gespielt. Mhm. So, weißt du? Ja. Also, ich weiß nicht, wie es jetzt dann ist. Ich meine, es war vor über 10 Jahren. Wird sich wahrscheinlich schon geändert haben alles. Aber im Endeffekt, genauso. Wer nicht trainiert und wer nicht spielt, der kann nicht im Fußball vorankommen auch, weißt du? Und deswegen war es halt oft immer schade damals, aber ich meine, den Weg musste jeder gehen. Bei jedem ist es anders, aber wie gesagt, als Junge musst du einfach nur kicken, willst Spaß haben, so weit wie möglich kommen und dann irgendwann entwickelst du dir auch, wie ich es gesagt habe, diesen Ehrgeiz so. Ja. Bei mir kam es schon relativ früh. Ich sag mal so, dass du dann denkst, vielleicht klappt es zum Profi und so, war bei mir in der A-Jugend, okay, wo ich bei 60 war, habe ich nebenbei eine Ausbildung gehabt und habe ab und zu bei den Profis mit trainieren dürfen und habe dann aber auch gesagt, so, hey, ich muss die Ausbildung abbrechen, weil ich kann mich nicht auf zwei Sachen so halb fokussieren, weißt du, die Ausbildung hat auch viel Zeit gekostet und auch Kraft und Energie und ich habe dann halt gesagt, da leidet mein Fußball drunter, aber ich bin jetzt dann 17, 18 und ich kann jetzt meine Ausbildung kurz stoppen. Habe jetzt gesagt, ich mache jetzt 2 Jahre Fußball, ich gucke, ob es passt. Und wenn nicht, bin ich immer noch keine 20 Jahre alt, kann immer noch eine Ausbildung anfangen. Also. Und hätte ich damals zum Beispiel die Ausbildung nicht gestoppt, weiß ich nicht, ob ich es geschafft hätte. Weil es so viel Zeit in Anspruch genommen hat, auch Energie, weil du willst ja dann auch nicht die Ausbildung nur so nebenbei machen, sondern willst du ja dann auch richtig machen, weißt du? Und es ging halt zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann habe ich einfach für mich entschieden, so, ich spreche jetzt ab sozusagen oder ich stoppe die Ausbildung. So, ich habe gar nicht mehr was gesagt, ich habe gestoppt, bin dann erst zu meinem Trainer gegangen, habe gesagt, ja, ich habe jetzt gestoppt, ich will jetzt Fußball spielen und was so. Was haben deine Eltern da dazu gesagt? Den habe ich erst eine Woche später gesagt. nein, die haben es auch verstanden, weil die wussten schon immer, dass ich eigentlich so ein Mensch bin, wenn ich so eine Entscheidung in einem Kopf habe, dann will ich das auch, dann ziehe ich das so durch und stehe dahinter, weißt du? Ja. Also ich will niemals sagen, dass ich
zu mir selber sagt, ja, die Entscheidung habe ich getroffen, war ein Fehler im Sinne von, ich habe die Entscheidung ja mit Überzeugung gemacht, so, also stehe ich auch dahinter. Auch wenn es danach vielleicht nicht so gut war oder was Negativeres hat, sage ich trotzdem, es war meine Entscheidung, ich wollte das und dann muss ich auch mit den Konsequenzen leben und kein anderer so. Ja, fertig. Sollte eh nichts bereuen, was man macht. Eben. Nee. Ich meine, aus Fehlern lernt man, wie du vorhin schon gesagt hast, manchmal ist es auch besser, vielleicht einen Fehler gemacht zu haben, dass man den später nicht mehr macht oder dass er dann nicht so ein großes Ausmaß hat. Und so ist es eigentlich, ja, ich sage einfach halt zu jedem Jungen, wie du sagst, so, dass er einfach so bleiben soll, wie er ist und einfach halt sein Ding durchziehen soll. Geil. Okay. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier ein bisschen zum Ende gekommen. Erstmal auf jeden Fall danke, dass wir hier sein durften. Danke auf euch. Jeden Fall, ja. Ist nicht selbstverständlich, wie gesagt. Ja, auf jeden Fall. Geiler Typ. Und zu dem Thema, wenn ihr mal irgendwann so werden wollt, wie Marius Wolf, ihr könnt jetzt hier so ein kleines Gespür haben, ne, von seinem Trikot. Aktuelles Trikot, ich wirf dir das mal rüber, dass du es auch direkt mal für den Gewinner dann unterschreibst. Kurz. Warte, Jack, mach du mal kurz. Ja. So, das habt ihr hier live. Die Unterschrift. Geil. Perfekt, dankeschön. Gerne. Das werden wir dann verlosen. Unter der und in der Bio machen wir das dann, ne? Oder machen wir dann auf Instagram wieder so ein Gewinnspiel. Genau. Und ja, so habt ihr die Chance, euch das anzugucken. Und ich würde mal sagen, jetzt sind wir am Ende. Top. Say less. Perfekt. Bro.